Ja, servus und hello again, jetzt wieder der Marty. Wir zocken den Football Manager 21, unsere FC Augsburg Story. Es ist die 8. Folge und wer die anderen Teile gesehen hat, wovon ich davon ausgehe, dass ihr die ganzen 5000 Zuschauer die Folgen gesehen haben. Wir sind etwas unglücklich, nennen wir es mal so, in die Saison gestartet, denn wir haben alles verloren, alles verkackt, 0 Punkte. 0-7, das letzte Spiel gegen Dortmund, das auch noch zu Hause. Der Vorstand hat mir immer noch nur eine 3 gegeben, was mich selbst überrascht. Jetzt müssen wir gegen Bayer Leverkusen ran. Und Leverkusen ist in der Tabelle, wer hat es gerade gesehen, ist 2. Jetzt haben wir natürlich als alter Taktikfuchs, haben wir jetzt unser System geändert. Wir spielen jetzt ein Tiki-Taka, 4-2-3-1 breit kontrolliert. Was ich nicht erfunden habe, das habe ich irgendwann mal behauptet, denn ich habe es irgendwo runtergeladen. Und funktioniert mit dem MSV Duisburg in dem World League-File recht gut. Das muss natürlich nicht bedeuten, dass es bei Leverkusen oder gegen Leverkusen jetzt funktioniert. Muss mal schauen, was man... Ah, die Pressekonferenz, okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Eine gute Vorbereitung ist heutzutage alles. Ich denke, ich bin gut vorbereitet. Werden Sie in diesem Spiel eher Beton anrühren und mit einer defensiven Einstellung spielen? Wir beabsichtigen, Tore zu erzielen. Kevin Danso hat sehr gut gespielt. Wir sehen auf lange Sicht seine Entwicklung. Ja, bla. Neutral ist mir alles zu lang. Diese Presse... Dingsbums, Pressekonferenzen, die brauche ich nicht. Also, Dortmund-Bayern. Das Spiel der Spiele. Am Freitag. Und was war das andere noch? Das zweite Spiel war, ich habe es gar nicht gesehen, war, Dortmund-Bayern 2-2, Haaland und Sancho, Lewandowski und Douglas Costa, und Hoffenheim schlägt Freiburg 2-0. Unser Gegner nach dem Leverkusen-Spiel ist der Union Berlin und die haben jetzt einen Punkt. Also wenn die vielleicht auch ein bisschen unglücklich verlieren heute, dann könnte es schon das Endspiel werden. Und Platz 17. Aufstellungstechnisch, mei. Es war natürlich jeder schlecht. Also wirklich mit Abstand, jeder war schlecht in den letzten Spielen. Das heißt, wir werden jetzt da nichts groß. Ah ja, Jensen ist wieder fit. Giekewitz wird 666. Mal Strobel, das wir mal bringen. Strobel 6,50, in der Liga 6,30, also auch grottig eigentlich. Sarenren Batze war ganz gut. Für Richter, Richter auch katastrophal. Ja, gut, ein Tor hat er wenigstens gemacht. Also Sarenren Batze im rechten Mittelfeld, Jensen im zentralen. Kedira und Kritzu Grottig, also dann lassen wir jetzt mal den Strobel spielen. Und Finn Bogason gut 6,72, 6,73, immerhin hat er schon 2 Tore gemacht. Lassen wir jetzt auch mal da Moravec, Petersen, Framberger. Ja. Taktikmeeting, also Leverkusen gegen Augsburg, Mainz gegen Kölle, Karnevalsduell, Union Berlin gegen Wolfsburg und Stuttgart gegen Hertha. Ja. Ich spiele Leverkusen, Radecki, das schauen wir uns dann in der Taktik an. Also, Leverkusen mit einem 4-1-2-3, oder? Ja. Immer schwer zu sagen. Alles gewonnen in den letzten Wochen. Und wir quasi mit einem ähnlichen System, wobei unsere offensiven Außenspieler etwas defensiver als bei Leverkusen agieren.
Hier die Tabelle, wir sind also Erster von hinten. Habe ein gutes Gefühl. Immerhin haben wir schon 10 Minuten überstanden. Gugeljew schon gelb gesehen jetzt. Jensen mit den Kräften jetzt schon am Ende. Dann Wendell mit dem Einwurf. Amiri. Ah, oh, schön dazwischen gegrätscht von Udokai. Felix Deluxe. Was ist denn mit dem Jensen? Einwurf, Bender. Vargas dazwischen gewesen. Ah, oh, kommt er sogar noch ran, der Bender. Und Gugeljew. Jetzt abseits, oder? Der war doch abseits. Patrick Schick, das wäre sein viertes Saisontor. Also für mich war der Pass auf, wer waren das? Bailey oder Amiri? Jetzt nochmal schauen. Also. Naja. Naja. Okay. Könnte sein, dass es vielleicht doch nicht abseits war. Damit laufen wir schon wieder in dem Rückstand hinterher. Wir werden jetzt doch wechseln. Jensen ist erschöpft. Dann bringen wir jetzt das Gregal, der Gregoric. Dann Amiri. Schick wieder. Knapp über die Latte. Halbzeit. Ja. Äußerst besorgniserregend. Gebt euer Bestes. Wir wechseln jetzt noch nicht, werden dann aber, ich schätze, in der 60. Minute. Sehen von Bogason ist mit den Kräften schon relativ am Ende. Amiri und Gugeljew wieder da. Leibold, unser Neuzugang. Ja. Oh, Vargas dazwischen, aber sie bleiben im Ballbesitz. Diaby. Jetzt gibt er 11, oder? Hey. Caligiuri. Videobeweis, oder? Aber es, für mich sah es auch wie ein 11 aus. Wie kann man auch wieder so saublöd hingehen? Caligiuri, weißt du, 11 Meter gegeben. Ja, es ist. Aranguiz. Charles. Er schießt daneben, also gut, er schießt daneben. So wollte ich sagen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Es gibt halt doch einen Jesus da oben, der sich denkt, ich kann den Augsburger nicht noch ein Niederlage oder einen Elfmeter reinhauen lassen. Gugeljew wieder dazwischen. Skrigal kämpft, aber umsonst. Jetzt weiter Ball. Aber auch da ist nichts. Ja, jetzt ist er drin. Moussa Diaby. Das 2:0 in der 63. Minute. Diesmal sah Caligiuri nicht so toll aus. Hat er auch genau gepasst, richtig losgelaufen. Kikiewicz kann da nichts mehr machen. So, und dann Wendell. Also wir sind eigentlich nur in der Defensive. Ach, Kedira. Schick genau in die Beine. Oh, Leibold, hau den Ball weg.
war dann Wechsel, Orgie, Leibold, Linksverteidiger. Wen kommt Gummi? Für Finn Bogason kommt Niederlechner. Ob die noch viel verreißen, ist natürlich die Frage. 44% Ballbesitz zu 56%. Bailey dann nochmal. Schick wieder mit der Chance, aber Bailey kriegt. Also die Leistung war katastrophal, wir sind ja kaum rausgekommen, wobei wir haben immerhin nicht 7-0 verloren. Man muss sich an diesen kleinen Sachen hochziehen. Wir bleiben letzter. Ich möchte aber noch wissen, wie Union Berlin gespielt hat. Ich spiele Nummer 5 in Serie. Schon mal 10 Spiele in Folge nicht gewonnen. Erst hatten wir Pech und dann kein Glück. Union Berlin im Moment 17. und Stuttgart 14. die nächsten Gegner. Das ist die englische Woche. Also Leverkusen schlägt uns 2-0, Mainz Köln 2-2, Union Berlin auch gewinnt gegen Wolfsburg mit 2-1. Stuttgart gewinnt auch gegen Hertha 2-1. Ohne Sieg damit noch Bielefeld und Eintracht Frankfurt. Die werden wahrscheinlich jetzt gegeneinander spielen, oder? Gegen Frankfurt. Das schauen wir uns noch an. Union Berlin, ja. Karius im Tor. Also Schlotterbeck noch mit Trimmel, Giesem im Bild, Kindner, Andrich, Kruse. Und ja, Kruse ist ja schon auch ein spielstarker Mann. Ich mag Union Berlin. Also finde die Mannschaft sympathisch. Wenn ich nicht schon 15 andere Safe Games hätte, könnte ich mir vorstellen, mal mit Union Berlin zu spielen. Vielleicht nächstes Jahr mal. So, also, wo waren wir jetzt? Drei Mannschaften noch ohne Sieg. Frankfurt, Bielefeld und Augsburg. Ja, das war Teil Nummer 8. Leider müssen wir immer noch auf den Erfolg warten, aber der wird kommen. Ich bin zuversichtlich. Das war's, es ist schon spät, Mitternacht gerade vorbei. Schaut mal vorbei auf dem Kanal und kommt wieder. Ich würde mich sehr freuen. Servus und bis bald. Ciao.